Ich kenne die Friedensgemeinde schon ein bisschen, bin ja schon eine Weile im Bezirk tätig und nehme sie wahr als eine große, lebendige, volkskirchliche Gemeinde, in der es viele Angebote gibt, in der sich viele Gedanken gemacht werden, wie man Menschen noch erreichen kann und die eine große Offenheit auch ausstrahlt und immer noch Ideen entwickeln möchte, wie wir noch mehr und noch andere Menschen erreichen können. Das finde ich einen ganz, ganz tollen Ansatz. Und natürlich nehme ich die Schätze und Kostbarkeiten, die es hier schon gibt, wahr und staunend wahr, ja, und freue mich drauf, genau, mit zu den Schatzgräberinnen hier zu gehören. Ja, ich denke, dass es ein ganz wichtiger Ansatz ist, dass wir nicht losgelöst von den Menschen, für die wir tätig sind, Angebote entwickeln. Wir haben sicher immer viele Ideen, was uns gefällt oder was gut sein könnte. Aber ich glaube, das ist so ein Schlüssel heutzutage, dass wir ganz gezielt wahrnehmen, was wollen die Menschen eigentlich selber oder wie wollen sie Kirche sein? Was reizt Menschen dran, sich in der Kirche zu betätigen? Dass man das so rausspürt und einfach aufgreift und wahrnimmt. Ne? Also nicht in erster Linie für Leute was anzubieten, sondern zu fragen, was wollt ihr hier machen, wie wollt ihr hier Kirche mitbauen oder verwirklichen? Das finde ich einen wichtigen Grundgedanken. Ja, das ist ganz interessant. Ich war gerade letzte Woche war ich eingeladen bei einer Podiumsdiskussion bei den baden-württembergischen Theatertagen. Die hatten ja auch so das Thema Heimat. Und da ging es auch um die Frage dieses Heimatbegriffes, der ja vielleicht auch so etwas Abständiges hat zunächst mal, aber vielleicht auch wieder wichtig wird in einer Welt, in der wir immer größer und globaler und flexibler unterwegs sind und eigentlich das so Dinge sind, die ja auf die man setzt. Und ich denke, im Gegenzug ist es ganz wichtig, dass Menschen wieder Räume, Orte und Zeiten finden, wo sie sagen können, hier kann ich mich so ein Stück weit fallen lassen, auf Vertrautes zurückgreifen. Hier muss ich mich nicht ständig selber erfinden oder rechtfertigen oder beweisen oder verwirklichen, sondern hier kann ich einfach ja, Mensch sein und mich auf mich konzentrieren, aber in dem Zusammenhang auch wieder neu drüber nachdenken oder spüren, genau wie ist Gott eigentlich in meinem Leben präsent. Ja, ich war jetzt teilweise ja dabei in der Visitationswoche und da ist zum Beispiel die Citykirchenarbeit angesprochen worden, dass das so eine Brücke sein könnte, die sich gut schlagen lässt zu den Angeboten, die es in der Friedensgemeinde gibt. Genau, also Kirche für die Stadt, nicht nur in der Innenstadt, wo das sowieso immer Thema ist, wo die Touristen durchgehen und so, sondern eben auch in einzelnen Gemeinden des Bezirks. Und da ist die Friedensgemeinde, denke ich, erstmal gut aufgestellt, sodass man da gut andocken kann und gut ja, eine gute Brückenfunktion wahrnehmen kann zu anderen Gemeinden des Bezirks. Ich denke, oder was auch angesprochen wurde, ist ja sozusagen Heidelberg Nord, also die Zusammenarbeit mit der Johannes- und der Jakobusgemeinde in Neuenheim, dass man hier auch nochmal immer über die eigenen Gemeindegrenzen oder Tellergrenzen hinaus denkt und handelt und sich vernetzt.